Wir haben versucht, uns ja so wie der Algorithmus zu schaut schon aus wie eine Mickey Maus, ne? Ja, ne? Nett. Typ Mickey Maus, nett. Deswegen beobachten wir seit einem Jahr, oder? Nein, wir beobachten nicht nur. Wir haben also über die ERCP nachgewiesen, dass es keine Gangverbindung hat. Wir haben eine endosonografische Punktion vorgenommen und wir haben diese Zyste jetzt seit diesem einen Jahr weitestgehend unverändert. Wir würden jetzt gerne einmal Kontrastmittel geben, weil es jetzt nochmal eine brisante Frage wäre, wie sind diese Randstrukturen zu sehen? Ist da noch in diesen Septen, sind da Blutgefäße drin? Das würde ja eher gegen eine Pseudozyste sprechen. Eine Pankreatitis hat die Patientin wissentlich nie durchgemacht. Ich starte. Wir haben jetzt diesen sogenannten Alternate Mode, der uns hilft, überhaupt zu identifizieren, rein, wo wir sind. Das würde man jetzt vor Kontrastmittelgabe sonst im Kontrastmittelmodus noch gar nicht erkennen. Wir werden gleich sehen, wie das Kontrastmittel in diesem orange gefärbten Bild anflutet. Jetzt kommt hier über die Vena, wir sehen die Vena Lienalis, Vena Portae, und das Pankreas kontrastiert sich im Corpus homogen. Und ich halte jetzt mal verstärkt auf die zystische Struktur, die jetzt kein Kontrastmittel aufnimmt. Es bleibt jetzt bei der Mickey-Maus-Form, aber innerhalb der Zyste, ich nehme jetzt mal den Alternate-Mode raus, sehe ich eigentlich keine irgendwie verdächtigen Strukturen, sodass wir auch überlegt hatten nach Punktion, ob diese diskreten Binnenstrukturen vielleicht postpunktionell zustande gekommen sein können. Jedenfalls ist da kein für mich vitales Gewebe drin zu sehen. Wir sind jetzt schon in der relativen Spätphase. Ich schwenke jetzt mal einmal so zum Vergleich durch die Leber, die einfach ein homogenes Enhancement aufweist. Wir sehen keine Herde da drin. Wir können auch soeben hier die Gefäße, hier eine Vene abgrenzen. In der Spätphase jetzt 1,40, 1 Minute und 40 Sekunden, ist das sehr gleichmäßig und sehen hier völlig unverändert diese Zyste. Damit beende ich die Demonstration. Aber du sagst uns vorher noch bitte, alle warten hier genau auf das Ergebnis der Punktion. Das hast du uns ja vorenthalten. Das habe ich jetzt bewusst nicht gesagt. Ah. Wir waren eigentlich der Meinung, dass der Befund stark verdächtig ist auf ein seröses Zystadenom. Zumal wir angenommen haben, jetzt mache ich mal die Farbe wieder aus, dass hier kleinzystische Bereiche vorliegen könnten. Das Punktionsergebnis war allerdings völlig unauffällig und hatte eher für eine Pseudozyste gesprochen. Das ist der derzeitige Stand, da wir jetzt seit eben einem Jahr diese Zyste kennen und keinen Progress sehen und die Patientin keine Symptome hat, werden wir sie einfach weiter verlaufskontrollieren müssen, können das aber nur so weit beschreiben, wie die Untersuchungen das jetzt bisher festlegen konnten. Andrea? Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, Winfried, für die schöne Demonstration. Aber ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Bei Serös und Pseudozyste dürften wir ja auch zuwarten, aber das Ergebnis der Zytologie, wie kommentierst du das? Also das ist natürlich schwierig, seröses Zystadenom, und wir haben es ja in dem schönen Vortrag von Herrn Rempel gesehen, das sind einfach Septen, die mit seröser Flüssigkeit. Ich kenne ihre Zellen. Die sind nicht so ästhetisch wie die Mickey Maus, aber nein, aber es ist so, dass wir natürlich dann scheitern müssen, weil das sind Septen, die mit einer serösen Flüssigkeit und ein paar Entzündungszellen gefüllt sind. Und das seröse Zystadenom kann man eigentlich nur sicher diagnostizieren, wenn man eine Histologie hat, das heißt, wenn man einen Stanzzylinder rausmacht. Das macht man natürlich nicht, weil das nicht ganz ungefährlich ist. Für uns ist in der Zyste
in der Zytologie nur wichtig Beni oder Maligno. Und Maligno, und hier haben wir uns mehrfach festgelegt, weil die wird ja schon dreimal oder viermal punktiert, dass es eben gutartig ist. Und es ist kein IBMN und keine mucinozystische Neoplasie. Genau. Gut. Noch Fragen, während hier das Video weiterläuft? Nein. Die Live-Demonstration. In 5 Minuten. Fragen aus dem Auditorium? Ja. Da gebe ich gleich hier weiter. Das ist die entscheidende Frage, ja? Also ich finde es immer interessant, wenn Internisten die neuesten chirurgischen Daten einfach sagen, die sind vielleicht noch nicht so ganz validiert. Es gibt eine Arbeit aus Heidelberg, die das genau mal untersucht hat. Die haben 200 Fälle aus der chirurgischen Klinik nachuntersucht und haben gesagt, dass wenn ich diese Sendai-Kriterien anwende, die Herr Rempel uns gesagt, also 3 Zentimeter, keine moralen Knoten, keine Malignität in der Zytologie, haben die geguckt, was ist aus den Patienten geworden und haben die alle operiert. Also das war jetzt dann tatsächlich aggressives Vorgehen und da waren 20% maligne. Das heißt, diese 3 Zentimeter Größe und dieses Zuwarten, was man natürlich immer gerne auch als Patient möchte, wird sicherlich so langfristig nicht mehr stehen bleiben. Also ich würde auch mal Herrn Kruzianka fragen, wenn er gut drauf ist, ob er es mir dann nicht operiert. Ja. Wann bist du gut drauf? Immer. Okay. Ja, ich habe auch keine Risikofaktoren. Ja, bitte. Dass dieser Fall zeigt ja, dass es relativ schwierig ist. Der sieht ja sah für mich primär erstmal sonografisch maligne aus. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich fragen wollte, sondern meine Frage ist die, Sie haben mehrfach als diagnostische Maßnahmen CT und MRT genannt. Was würden Sie beim Verlauf der kleinzystischen Läsionen denn bevorzugen? Und wo sehen Sie da die Vorteile? Jetzt mal abgesehen von der Strahlenhygiene. Als Endoskopiker kann natürlich auch die Endosonographie favorisieren, weil das bei kleinzystischen Läsionen, meine Erfahrung, Endosonographie, ja, Endosonographie bei kleinzystischen Läsionen als Verlaufsbeobachtung, weil wir sehen die Läsionen unter einem Zentimeter einfach besser. Ich hoffe, der Herr Wittkemper ist mir nicht ganz böse, aber das ist so unsere Erfahrung. Also die größeren Läsionen, die eventuell einen Ganganschluss haben, die kann man genauso gut, oder auch so eine topografische Zuordnung, die kann man auch genauso gut im MRT und im CT sehen. Ja? Aber kleine Läsionen eher Endosonographie. Ja. Da fragen wir immer unseren Radiologie-Chef im Zweifelsfall, wie sehen wir das besser? Das hängt ja auch immer von der Gerätegeneration ab, von Verfügbarkeiten und solchen Sachen. Ja, aus meiner Sicht gibt es heute eine ganz klare Antwort darauf. Wenn die entsprechenden Geräte in der modernen Technik zur Verfügung stehen, sollte man das MRT machen. In Kombination mit dem Ultraschall sicherlich. Ich glaube, das sind komplementäre Methoden, die sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben wollen, sondern da muss man halt gucken, was zur Verfügung steht und wie es auch für den entsprechenden Patienten am besten ist. Aber auf die Frage eher MRT. Klare Frage, klare Antwort. Sonst noch Fragen? Sonst würden wir endlich zu den handlungsaktiveren, soliden Raumforderungen im Pankreas kommen. Olaf? Der Oberarzt Engelke wird Ihnen jetzt in aller Kürze dazu etwas erzählen.